Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part der HSV-Karriere. Wir befinden uns in der Winterpause. Es geht weiter. Wir sind Tabellenzweiter. Ich kann aktuell geldtechnisch gar nichts tun und ich wüsste auch nicht was, weil es läuft ja eigentlich. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter und gucken, ob sich irgendwas anbietet. Und wenn nicht, dann lassen wir es halt. So, muss ja nicht immer sein. Einer in den Kommentaren hat mich übrigens daran erinnert, ob ich wieder Up- und Downgrades mache. Ich hatte tatsächlich dieses Jahr gar nicht dran gedacht, aber es ist auch noch nicht möglich. Die Cheat Engine kommt erst später raus. Cheat Engine, für Leute, die es nicht kennen, klingt böse. Kann man auch theoretisch böse Sachen mitmachen und alle Spiele auf 99 setzen, wenn du es komplett langweilig haben willst. Aber ich mache damit dann halt immer Winter-Upgrades und Sommer-Upgrades und Downgrades. So sind bei mir auch einige Legenden entstanden, weil ich halt nach Leistung gehe. Und ja, geht aber wie gesagt auch nicht. Später. So, den 16-Jährigen hier will ich ausleihen. Mit einer 60er Gesamtstärke und relativ gutem Potenzial ausgestattet. Der kann erstmal gehen. Zu Central Córdoba. Klingt fast nach Heimat. Ich weiß nicht, ob das zufälligerweise sogar in Ecuador ist. Das wäre cool. Ich soll einen Spieler verpflichten, aber ich habe halt kein Geld. So, womit? Womit soll ich jetzt einen Stürmer verpflichten? Einen wichtigen Spieler vor allem auch noch. Nee, kriege ich nicht hin. So, nächster Gegner ist Paderborn. Die stehen auf Rang 5 in der Liga. Lautern einfach Vierter. Junge, die haben wir ja so abgefertigt. Warum sind die auf einmal Vierter? Aber gut, wir gehen rein gegen Paderborn. Erstes Spiel dieser Episode. Let's go. Meine Fresse, ey. Irgendwie hört es manchmal auf aufzunehmen. Egal, ich habe es früh genug bemerkt. Wir spielen gegen Paderborn im Volkspark. Let's go. Erstes Spiel der Rückrunde. Zwar nicht auf dem Papier, denn ist das der 19. Spieltag hier. Aber egal. Boah, die kennen wir noch gar nicht, die Choreo. Krass. So, wir von links nach rechts in Weiß gegen Paderborn. Maxim, guter Ball auf Glatze, den wollte ich eigentlich hochspielen, so ist es sogar noch besser. Erste Gelegenheit für uns. Ich habe übrigens Raab mal reingestellt für Heuer Fernandes. Ich habe jetzt erst gesehen, dass wir einen 70er Torhüter auf der Bank haben. Relativ jung, 24 Jahre alt. Habe ich glaube ich sogar mitbekommen, dass er zum HSV gewechselt ist eigentlich. Aber gar nicht dran gedacht, deswegen spielt er heute mal. Ja, erste kleine Unsicherheit von dem jungen Mann, aber gehört auch dazu. Hätte ich vielleicht nicht in so einem Topspiel machen müssen, aber egal. Oder theoretisch kann ich noch ausleihen. Ja, perfekt, ich leih ihn aus, glaube ich. Da ist er nicht sauer und entwickelt sich vielleicht sogar. Gut gespielt, Manuel Busch, guter Laufweg. Richtig schön gemacht mal. Manuel Busch, hinten kommt Kittel, der kann natürlich nicht gut köpfen. Maxim, auch gut. Leibold. Glatzel. Ah, kriegt da keinen Druck hinter. Jetzt können wir vielleicht einen Konter draus fahren. Glatzel und Solbakken zusammen. Solbakken. Solbakken. Pariert vom Keeper. Glatzel. Und Hut ist da. Solbakken. Mann und Busch. Flanke, da ist Maxim in der Mitte. Nächste Riesenchance. 32. Minute. Mann und Busch mit einem richtig guten Spiel heute. Meffert gut. Für Glatzel, der zurück zu Jonas Meffert. Hut mit der Parade. Gute Aktion von Meffert, reicht leider weiterhin nicht für ein Tor. Ein paar Leute tun mir richtig leid, ich bringe Dompe und Benes in die Partie. Dompe zum Beispiel habe ich kaum spielen lassen. Und Maxim hat heute eh nicht performt, deswegen Kittel jetzt auf die 10 und Maxim runter. Kittel, sehr gute Drehung. Sonny Kittel. Für Glatzel, der macht ihn nicht, aber Solbakken sollte eigentlich, macht ihn auch nicht. Warum lässt er sich auf so lange Zeit einfach direkt nehmen? So kommt der Verteidiger noch. Ja, und jetzt gehen die beiden raus, die den Ball hier gerade nicht reingemacht haben. Glatzel und Solbakken gehen. Ueda und Heil kommen. Das ist Dompe, glaube ich. Das ist Ueda und der fällt irgendwie rein. 66. Minute. Wir führen durch den eingewechselten Japaner. Endlich weiß ich, aus welchem Land er kommt. Hab letztens mal nachgeschaut. Gute Flanke, gute Flanke. Und Raab mit seiner ersten Parade der 72. Minute. Defensiv standen die sonst wirklich unglaublich sattelfest, muss man mal sagen. Gut auf Laszlo Benes. Laszlo Benes zieht mal durch. Laszlo Benes macht's alleine, macht ihn nicht rein. Also Chancenverwertung ist wirklich mangelhaft bei uns hier heute. Schade. Etwas Mangelware gesagt. Aber das sind dann eher die Tore. Vuskovic. Absoluter Man of the Match. Bisher aber guter Ball. Sehr guter Ball. Klaas im Konter zum 1:1. Keine Chance für Raab. Und dann ist es passiert. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Dann drehen die einmal auf und treffen direkt. Aber es ist auch ein richtig guter Ball gewesen.
Vuskovic gewinnt wirklich gefühlt jeden Zweikampf heute. Unfassbar, was der macht. Kontergelegenheit. Ueda, Kittel, Sonny Kittel, Sonny Kittel, Sonny Kittel macht ihn rein. 90. Minute. Hochverdient. 2-1 Führung durch Sonny Kittel. Sehr, sehr stark gemacht. Wurde da eigentlich gefoult und das war's. Wir gewinnen mit 2-1 gegen den SC Paderborn. Man of the Match bleibe ich bei fucking Vuskovic. Unglaublich stark. Jeden Zweikampf gewonnen. Beim Gegentor hat er auch den Zweikampf davor gewonnen. Hat dann halt hinten gefehlt. Dadurch, dass er direkt wieder abgefangen wurde. Aber ich bin richtig gespannt, was der für eine Spielerbewertung hat. Der war so stark. Da seht ihr ihn nochmal. Ja, 7-8er Bewertung. Ist tatsächlich fast ein bisschen wenig, wie ich finde. Dafür, dass er jeden Zweikampf gewonnen hat. Aber er ist Man of the Match, ja. Spieler des Tages. Wild. Ein gewonnener Zweikampf. Ah ja, perfekt. 5 abgefangene Bälle. Ja, das merkt man schon mehr. Defensivduelle 3, gewonnene Abwehrduelle 2. Also der war schon überragend, Alter. Wirklich. Oh, und Hannover verliert gegen Regensburg, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Dementsprechend sind wir Spitzenreiter. Nice. So, nächster Spieltag gegen Karlsruhe. Die sind mit Abstand Tabellenletzter, deswegen mache ich die Höhepunktoption. Das Duell gab es mal in der Relegation. Willkommen in Karlsruhe. Tomorrow, my friend, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir gehen rein gegen den KSC im Höhepunktmodus. Müsste eigentlich möglich sein, sagen wir es mal so. Aber der Modus ist ein bisschen random, deswegen, wer weiß. Riesengelegenheit, 18. Minute. Robert Glatzel komplett frei durch. Das kann so eigentlich nicht möglich sein, aber gut. Robert Glatzel, 18. Minute, 1-0. Der hat uns das Spiel ein Tor geschenkt. Aber gut, warum auch nicht? Ich nehme es dann natürlich an. Eieiei. 70. Minute, Karlsruhe mit einer Konterchance. Kaufmann gegen Leibold. Kaufmann zieht erstmal gut an. Und Busch ist da. Ecke Dompe. Zieht ihn mal zu Glatzel. Schade. Und das war's. Wir gewinnen 1-0 gegen Karlsruhe in Karlsruhe. Entspannt, aber ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. So, Deadline Day. Günther zu Real Madrid. Wie geil ist das denn? Ich feiere Günther ja echt richtig. Deswegen finde ich es irgendwie cool. Auch wenn es ein bisschen drüber ist, sagen wir mal ganz ehrlich. Können jetzt ein bisschen Leihangebote nochmal reinkommen. Maguire zu Inter Mailand. Inter schaufelt sich sein eigenes Grab. Harry Maguire. Und ich sehe gerade, dass jemand Nankam geliehen hat. Oder leihen will. Und da gehe ich jetzt rein. Den will ich auch leihen. Oh, Nankam ist durch. Jawohl. Wir haben einen Neuzugang. Jessic Nankam wird per Laie nochmal verpflichtet. Ich habe diese Aufgabe, einen wichtigen Stürmer zu verpflichten. Vielleicht wird das dadurch sogar abgehakt. Auch wenn es auch wieder hirnrissig ist und ich habe genug. Maxim begrüßt ihn, solange ist er noch nicht im Verein, aber gut. Ja, ich habe gesehen, dass der sonst von Start Brest geliehen worden wäre und ich dachte mir, ja, dann doch lieber in die zweite Liga zu Hamburg. Zählt wohl nicht für meine Ziele, schade. Ich weiß nicht, ob das mit Raab jetzt durchgeht, ich glaube es nicht. Stefan Raab? Ja, so, meine Damen und Herren. Schade, ist natürlich nicht mehr durchgegangen. So, das war die Transferphase, die Wintertransferphase. Wir haben tatsächlich einen Neuzugang. Ob der uns jetzt groß weiterbringt, I doubt it. So, gehen wir rein gegen Düsseldorf. Let's go. 21. Spieltag. Willkommen in Düsseldorf gegen Fortuna Düsseldorf. Bin sehr gespannt, wie die hier performen. Die sind ein bisschen abgerutscht in der Tabelle, waren weit oben mit dabei, aber haben dann irgendwie eine Krise gehabt. Düsseldorf stößt an in Rot von links nach rechts. 1-0 Düsseldorf. 8. Minute. Erste kleine Chance am Pomar. Maxim, gute Idee. Oh, steh doch auf oder geh irgendwer anders hin. Warum geht Glatzel da nicht hin? Mann, Ball liegt frei und er muss ihn eigentlich nur einschieben irgendwie. 15. Minute, 2-0 Düsseldorf. Was ist denn jetzt los? Und das Stadion steht Kopf. Das sieht ja geil aus gerade. Guck mal da hinten. Ja, muss ich sagen, sieht schon sick aus. Kittel. Ja, will ihn in die lange Ecke ziehen. Schafft er nicht. Maxim, ja, gut rausgelöst von uns. Mann und Busch, da ist Laszlo Binnis, der zieht ihn sonst wohin. Schade, da haben wir mal unsere spielerische Qualität gesehen, weil Maxim das richtig gut macht. Aber der Abschluss von Binnis ist wirklich schwach. Reiß. Raus da aus der Ecke. Vuskovic's Idee ist überragend, kommt sogar an. Kittel nimmt ihn gut an. Aber braucht ein bisschen lange... Schade, das war eine richtig schöne Szene eigentlich. Auch hier wieder schön aus dem Druckbereich den Ball irgendwie rausgespielt. Von Vuskovic schießt mal richtig schöner langer Ball auf Kittel. Ja, und da muss dann mehr draus entstehen. Soll backen.
Gut für Manon Busch. In der Mitte ist Kittel. Warum geht denn Glatzel nicht selber hin, frage ich mich da. Boah. Guter Abschluss von Maxim, der jetzt nochmal die Chance bekommt. Alexandru Maxim. Boah, das ist ein Zauberer, der Typ. Also, egal was ihr da geschrieben habt, dass das vielleicht jetzt nicht der schlauste Transfer so objektiv war. Ich finde, der macht sich. Der macht sich richtig gut. Einige gute Szenen immer. Und auch hier mit der Riesengelegenheit. Schade eigentlich. Von Reis. Und dann kam Maxim, versucht's mal direkt da durchzugehen. Riesenfehler vom Keeper. Kitte ist da, nutzt ihn aus. 55. Minute, wir sind wieder da. Sonny Kittel. Kittel. Dompe kommt da nicht rein, das wird's gewesen sein. Wir verlieren in Düsseldorf mit 2:1. Nach einem verkorksten Start kommen wir nicht wieder rein in die Partie, auch wenn gute Szenen zu sehen waren teilweise. Aber es reicht halt im Endeffekt nicht gegen Fortuna Düsseldorf, die hier 3 Punkte gegen uns den Tabellenführer mitnehmen. So, Schnellsimulation gegen den ersten FC Nürnberg, die sind auf Platz 14 oder so. Brauchen wir einfach mal auf den Sieg. Let's go. 2:1 Sieg, der doppelte Glatzel. Mein Balken wird immer weniger, Alter. Wird Zeit, dass die Cheat Engine möglich ist. Na, zum Glück habe ich gespeichert. Und zum Glück gibt es die Cheat Engine bald. Ihr wollt mich verarschen, ich werde jetzt nicht wirklich gefeuert, oder? Wir sind Spitzenreiter, Alter. EA ist ein großer Haufen Müll. Boah, ist das ein großer Haufen Müll. Hilfe. Du bist scheiße! So, Hansa Rostock, nächster Gegner. Auch da wird schnell simuliert. 4-2 Sieg. Kittel, Solbakken, Glatzel und Maxim. Ah, ich dachte schon, ich werde verabschiedet. Ich dachte schon, ich werde verabschiedet. Ich wollte schon ausrasten hier. Raab wird ausgeliehen. Oder auch Co. wird ausgeliehen. Digga, was wollt ihr von mir? Soll ich Spieler feuern, damit es kein Gehalt mehr kostet oder was? EA, bitte, seid doch einfach mal nicht so kacke, dass ihr es nicht hinkriegt, euren eigenen Karrieremodus irgendwie zu fixen. Also, ich mache jetzt hier extra einen neuen Spielstand, falls ich gefeuert werde. Digga, sind die behindert, Alter. Wie kann man so schlecht sein? Wie kann man so schlecht sein? Hier Andresen freigeben. Zumberi freigeben. Kran. Schon zu viele Spieler freigegeben. So, jetzt habe ich die Gehälter gesenkt, so toll wie es geht. Und es reicht immer noch nicht scheinbar. Kann es keinem erzählen, dass EA nicht wirklich der größte Haufen Müll ist, den es auf dieser ganzen weiten Welt gibt. Nächster Spieltag ist gegen Lautern. Und weil ich jetzt einfach sehen will, ob ich wirklich gefeuert werde, simuliere ich das jetzt auch wieder, weil gegen die haben auch schon gespielt. Leibold fehlt, automatisch ersetzen, muss der Muheim spielen im Normalfall. Wir gewinnen 1:0, Sonny Kittel. Ich warte nur drauf. Ich warte nur drauf, dass es passiert. Das macht mir gerade gar keinen Spaß, weil ich weiß, dass ich eventuell wegen so einem Bullshit gefeuert werde. Was ist denn das? EA kann mir wirklich mal die Eier lutschen, Alter. So die Kacke. Kann man so kacke sein und ein Spiel so kacke programmieren? Ey, das Problem gab's letztes Jahr nicht. Sind die dumm oder was? Boah, sind die dumm, Alter. Oh, meine Fresse. Ich bin ehrlich, es macht mir wirklich gerade keinen Spaß, das hier aufzunehmen, weil ich die ganze Zeit denke, jo, jetzt wird's gleich kommen. Einfach dumm. EA ist dumm wie Brot. Ehrlich. Es kann nicht wahr sein, diese Scheiße. Das gibt's doch wirklich gar nicht, ey. Also wirklich, die Karrieremodus-Community wird so bespuckt von EA. Das ist so krass, Alter. Und trotzdem tun wir uns die Scheiße immer wieder an, weil Gameplaytation nichts daran rankommt. Nichts. Du bist scheiße. Nächstes Spiel gegen Sandhausen, so gehen wir rein. Mal sehen, ob das das letzte sein wird. Kein Plan, Digga. Let's go. Du bist scheiße! 25. Spieltag, Hamburg gegen Sandhausen. Vielleicht der vorletzte Part in Liga 2, wenn ich nicht gefeuert werde vorher. Heimspiel gegen Diekmeier und Co. Der spielt doch bei Sandhausen, oder bin ich komplett verloren gerade? Wieder wunderschöne Choreo, die man nicht kennt, Kapi. Let's go. Es nervt halt wirklich, weil das Spiel an sich Spaß macht. Das Gameplay macht richtig Spaß. Teilweise. Sind auch Überraschungen bei, ich verliere gegen Darmstadt, gegen Düsseldorf. Leibold, guter Laufweg. Kommt aber nicht an den Ball. Geht aber selbst ins Pressing und Meffert auch. Meffert auf Leibold. Und warum ist der denn stehen geblieben? Ist der dumm? Fast so dumm wie EA. Mann. Ah, obwohl, das ist eine Beleidigung, die will ich gegenüber Leibold nicht aussprechen. Sorry, nehme alles zurück. Das ist eine Beleidigung, die fast, also die geht sehr weit unter die Gürtellinie, bin ich mal ganz ehrlich. Jemanden als schlimmer als EA zu bezeichnen, schwierige Hase. Ganz schwierig, da muss derjenige schon sonst was verbrochen haben. Du bist scheiße! Boah, Vuskovic, ich küsse deine Nuss, Alter. Der Typ. War auch ganz komisch, was ich gerade gesagt habe, aber egal. Guter Konter, der jetzt läuft. Manon Busch, Glatzel muss sich irgendwie mal lösen, macht es überhaupt nicht. Wofür bist du Stürmer geworden, Dicker? Meffert.
Im Spiel gegen den Ball macht den keiner was vor. Maxim setzt sich irgendwie durch. 18. Minute. Der Rumäne mit dem 1:0 im Volkspark. Alexandru Maxim. Viel Glück dabei, aber nehmen wir mit. Was macht so Spaß? Was soll die Scheiße? Ey, Mann. EA ist so ein Haufen Code einfach nur. So ein dicker Haufen Code. 8. Treffer in 18 Partien. Alexandru Maxim spielt eine überragende Saison. Kann mir jeder erzählen, was er will. Wir sind heute im Spiel gegen den Ball richtig gut. Solbakken. Für Maxim. Überragende Parade. Muss man ihm lassen. Vuskovic. Dreves im Tor. Überragend gehalten. Wieder mal. Solbakken. Maxim. Glatzel. Haut den rein. 29. Minute. 2:0. Robert Glatzel. Wir spielen richtig schönen Fußball. Ist das nervig von EA? Einfach nervig. Weißt du, das Ding ist, und EA wundert sich, warum Leute zur Cheat Engine greifen, wenn die ihr eigenes Spiel nicht hinkriegen. Digga, dann hole ich mir lieber die Cheat Engine und mach so, dass mein scheiß Manager-Rating nicht runtergeht, wenn es keinen Sinn hat. Alter, das war ein Elfmeter. Aber egal, Kontergelegenheit, Manu Busch. Manu Busch, was ein Alleingang. Über das halbe Feld, legt rüber zu Robert Glatzel. Riesenvorarbeit von Manon Busch und Glatzel veredelt das Ganze. 3:0 vor der Pause. Muheim für Leibold. Meffert ist so stark in diesem Spiel. Jonas Meffert. Alexandru Maxim will ihn ins lange Eck zwirbeln. 48. Minute. Schade. Zwirbeln, ganz komisches Wort. Wie so ein alter Mann, der zum ersten Mal Fußball guckt. Boah, da war ein ins Eckige gezwirbelt, du. Maxim, Königsdörfer. Ja genau, du musst durchziehen, Namkam. Langer Ball auf Jessic Namkam! Ah, kann er auch mal reinmachen. Da kommt irgendwie durch ein bisschen Glück an. Jessic Namkam! 89. Minute mit dem 4:0. Ich wollte gerade hören, wer der Spieler des Spiels ist. Ich glaube Jonas Meffert tatsächlich. Freut mich. Hat ein gutes Spiel gemacht. Aber Namkam lässt den Torhüter aussteigen und legt noch das 4. drauf. Sehr stark gemacht. Da dachte ich schon wieder, es ist zu viel des Guten, aber macht er gut. So, 92. Minute. Schiedsrichter pfeift ab. 4:0 gegen Sandhausen. Und jetzt werden wir gefeuert. Safe. Ihr sagt's euch, Mann. Ey, ich will das doch alles nicht. So, ich filme dir mal weiter. Mal gucken. Ja, deine Mutter ist gefährdet, Digga. So. EA ist ein Haufen Hundekot. Wirklich widerwärtiger Hundekot, muss man mal sagen. Als ob es Leckeren gibt, ganz komisch von mir gerade. Aber ich entlasse euch jetzt erstmal mit diesen Gefühlen. Ich werde mich umgucken, ob ich an die Cheat Engine komme. Sie ist schon draußen, kostet aber was. Weiß ich nicht. Will eigentlich nichts bezahlen dafür. Nächster Part ist halt sehr geil. Bielefeld, Pauli, Hannover, absolute Topspiele und Derby. Und dann beenden wir die Saison. Ja, und dann geht's wahrscheinlich Richtung Erstklassigkeit und dann, ja, hatte ich eigentlich richtig Bock. Aber EA ist ein Haufen Scheiße, ehrlich. Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Da brauchen die sich wirklich nicht wundern, dass Leute sich Alternativen suchen, damit das Spiel funktioniert. Man kann doch nicht so dumm sein und es einfach Jahr für Jahr verkacken, Jahr für Jahr auf die Karrieremodus Community scheißen. Das ist so eine fucking Frechheit. Die legen so einen Haufen Scheiße auf uns. Das juckt die gar nicht. Oh, ja, hier, schönes neues Menü. Digga, halt die Fresse, Alter. Da ist nix neu. Nix. Gar nix. Paar Sequenzen, damit sie die in den Trailer einbauen können, haben wir 2 Sequenzen, wenn Spieler neu kommen, haben wir 2 Sequenzen, wenn Spieler gehen. Ende. Dicker, das ist so ein großer Konzern, da müsste so viel möglich sein. Das kann doch nicht wahr sein. Da setzen die irgendwelche Praktikanten ran, um vielleicht mal irgendwas Abwechslungsreiches zu gestalten. Hä? Als ob da die Möglichkeiten nicht sind. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe, dass sie nicht Jahr für Jahr alles reinpacken wollen, was man machen kann, damit sie auch immer wieder irgendwelche Neuigkeiten haben. Aber ich verstehe nicht, dass es so begrenzt ist, dass es so fehlerhaft ist. Es macht für mich wirklich keinen Sinn. Also wie gesagt, mindestens so 20 Animationen hätten die da ja mal reinmachen können. Meinetwegen mit ein bisschen Variation nur. Muss ja nicht sonst was sein. Man kann sich ja auch nicht sonst was ausdenken, wenn ein Spieler neu kommt. Klar, der wird da begrüßt, aber keine Ahnung. Erstes Mal zum Training laufen, was auch immer. Irgendwas wird da schon möglich sein.
oder auch die Nachrichten, die man von den Spielern kriegt. An sich, coole Idee. Dumm umgesetzt, richtig scheiße umgesetzt, weil immer die gleichen Sachen kommen. Immer die gleichen Sachen. Seit 2 Jahren jetzt kommen immer die gleichen Sachen, immer die gleichen Antwortmöglichkeiten. Man hat nur das Gefühl, dass das irgendeine Auswirkung hat. Ey, da kannst du doch einfach mal Praktikanten ransetzen, die dir verschiedene Sätze aufschreiben zumindest und die eine andere Auswirkung haben. Das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe diesen Konzern einfach nicht. Es macht für mich vorne und hinten keinen Sinn, aber wir sind darauf angewiesen, weil PES ist scheiße. Das Neue, was jetzt rauskommt, sieht natürlich auch noch nicht so gut aus. Das, woher auch, das ist komplett neu. So, die können ja nicht sonst was von 0 auf 100 machen. EA hat halt mit Abstand das beste Gameplay, die meisten Lizenzen. Und hat auch seine geilen Momente. Manche Sequenzen im Spiel sind richtig geil. Das macht richtig geile Atmosphäre. Aber dass so viele Fehler noch entstehen, boah, das macht mich so sauer. Es ist unfassbar, ehrlich. Ey, ich bin, ja, meinetwegen jetzt Zweiter gerade in dieser Sekunde, aber eigentlich Erster in der zweiten Bundesliga. Hab den Aufstieg fest vor Augen. Kann nur noch auf den Relegationsplatz abrutschen, was beim HSV auch wirklich gefährlich ist, aber naja. Und jetzt wollen die mich gefühlt rausschmeißen, weil ich irgendwelche Finanzdinger jetzt nicht beachtet habe. Die 100 Pro wieder reingeholt werden, wenn man aufsteigt, mindestens zum Beispiel. Dieses Spiel ist wirklich kaputt und dass EA das auch einfach nicht juckt, finde ich so krass. Also die können sich ja mal so ins fucking Knie ficken gehen. Unfassbar. Was für Bastarde, ehrlich. Du bist scheiße! Ich hoffe, das ändert sich irgendwann, weil, ja, du kannst das Spiel ja gefühlt gerade nicht spielen ohne Mods. Ich bin froh, dass Mods doch möglich sind scheinbar. So, ich verpiss mich jetzt. EA kann sich ficken gehen. Dreckskonzern ohne Spaß. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Weil mir hat sonst eigentlich sehr Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich, sonst war gut. Aber EA kann sich wirklich ficken gehen. Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Egal, haut rein. Bis dann. Du bist scheiße!